Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir suchen nach einer hylianischen Kaufmannsfrau, die sich anscheinend hier oben auf dem Gasthaus versteckt hat. Reden wir doch einfach mal mit ihr. Oh, du bist ein stattlicher Bursche. Kann ich etwas für dich tun? Wie? Ein Kaufmann, der in Gerudo-Stadt ein- und ausgeht? Davon weiß ich nichts. Tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen. Das Gesicht blicken oder den Körper betrachten. Ja, für Linky Boy geht es nur um das Gesicht einer wunderschönen Frau. Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Du bist schön, oder? Bist du ein Mann? Linky Boy, ne? Er ist ein bisschen verwöhnt von Zeldas Schönheit, deswegen erkennt er so einen Hoax ja ziemlich schnell, ne? Wollen wir mal so sagen. Was redest du denn da? Wenn du sonst nichts mehr brauchst, sollst du besser weitergehen. So, du suchst also immer noch nach dem Kaufmann, der sich nach Gerudo-Stadt geschlichen hat? Ich habe dir schon gesagt, ich weiß nichts darüber. Dann betrachtet Linky Boy jetzt auch mal den Körper. Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Bist du ein Mann? Was redest du denn da? Okay. Wir finden die richtige Dialogoption. Oh, das ist aber nett. Gefällt dir, was ich anhabe? Ich wette, das würde dir auch gut stehen. Kostet zwar eine Kleinigkeit, aber es würde völlig auf den Kopf stehen, wie dich andere sehen. Na, willst du solche kleinen Ich kann es nicht lesen, ey. Also die rote Schrift da, das ist echt, ne? Manchmal nicht gut zu lesen. Wenn sie doch gut zu lesen ist, dann, dann lass mal die Kohle rüberwachsen, boah. Ich habe dir eine Sample zusammen. Ist quasi auf dein Leib geschneidet. Probier's mal an. Sexy Link ist am Start, würde ich sagen. Du siehst so süß aus. Wenn du das trägst, wird dich jeder für eine nette junge Dame halten. In dem traditionellen Gewand der Gerudo wird niemand auf die Idee kommen, dass du ein Mann bist. Außerdem sieht es gut aus und hält dich angenehm kühl, sogar in der Wüste. Wird damit einigermaßen erträglich. Hat Spaß gemacht, ich danke dir. Schau doch nochmal vorbei. Wenn du mal ausgehen willst, würde ich dich sogar in Betracht ziehen. Iiik. Tihi, und pass auf mit dem Wind. Der Hilfe bei Darmgeheim rauskommen zu mir. Oh, wundervoll. Einfach wundervoll. Aber ich würde sagen, wir sollten erstmal unseren weiblichen Charme austesten. Wer könnte denn darauf reagieren? Wer ist denn auf unser Geschlecht überhaupt eingegangen? Natürlich die Frau auf dem Weg, aber das wird halt garantiert einprogrammiert sein. Ich hätte halt gerne quasi eine Person, wo das quasi nicht auffällt. Aber naja. Was? Wie süß. Bist du allein hier? Es ist gefährlich, in der Wüste allein unterwegs zu sein. Wenn du dich fürchtest, nur keine falsche Scheu. Ich beschütze dich. So ein dreckiger Penner, Alter. So ein dreckiger Penner. Wo haben wir denn unser da ist das Silber. Ne? Sand. Sandpferd. Hey! Nein! Okay, wir müssen uns also anschleichen. Oh, muss man sich dabei anschleichen? Gott. Egal. Skaten wir mal rüber nach Gerudo-Stadt. Sehen wir uns mal an, was Linkys neue Persönlichkeit uns hervorbringt. Was passiert, wenn wir jetzt hier einfach reinklettern?
ja langweilig. Okay. Sehr schön. Willkommen in Gerudo-Stadt. Damenschleier. Damengewand. Was sind das, so 200 pro Stück? Na, dann hat er auch 60 Rubine Gewinn an uns rausgeschlagen, ne? Aber gut, hier haben wir Pilze zu kaufen. Ist nicht so mega spannend, Essen zu kaufen. Joa. Ah, Swack! Mit diesen ganzen Was und Wos der Gerudo komme ich immer noch durcheinander. So ein Mist. Wasak! Tut mir leid, aber unser Gerudo-Schmuckgeschäft hat im Moment zu. Dieses Monstrum namens Narobisch spielt verrückt. Im Palast reden alle von Räubern. Und jetzt ist auch noch unser Laden dran. Die ganze Stadt scheint von einer Pechsträhne verfolgt zu sein. Gibt wohl ernsthafte Probleme hier. Hätten sie mal die Foys reinlassen müssen, damit sie hier beschützt werden, ne? Das haben sie wieder nicht durchdacht. Bitte. Savak, ich habe endlich den Foy meines Lebens gefunden. Wir haben vor kurzem geheiratet. Ich bin das erste Mal in meinem Leben glücklich, aber er ist krank, schwer krank. Wir brauchen unbedingt ein Moldora-Herz für die Medizin. Aber ich bin nicht stark genug, ich habe keine Chance, so ein Biest zu besiegen. Ich bin hier, um die Soldatinnen um Hilfe zu bitten. Aber hier ist gerade viel los und sie haben mich weggeschickt. Moldoras sind gewaltige Ungeheuer, mit denen zu kämpfen ist lebensgefährlich. Eigentlich kein Wunder, dass niemand diese Gefahr für einen Fremden auf sich nehmen will. Aber ich bin gerade erst aus der Stadt herausgekommen. Ich will nicht zurück darin. Moldora? Moldoras sind schreckliche Ungeheuer. Nicht einmal Monster wagen es, sich ihnen zu nähern. In den Tormadünen im Westen von hier. Und auch weiter südlich kann man sie wohl öfter finden. Sie reagieren sehr empfindlich auf Erschütterungen und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt. Man kann sich ihnen nicht nähern und irgendwen als Ablenkung zu nehmen wäre nicht die feine Art. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ja. Ryu, Königin der Gerudo. Eine Hylianerin? Sag schon, was willst du von mir? Oh, da hast du aber etwas höchst Interessantes dabei. Du stehst vor Ryu, der Königin der Gerudo. Wenn du etwas sagen willst, sag es von dort, wo du bist. Warte, Blair. Siehst du denn nicht, dass es keine gewöhnliche Abenteurerin ist? Sage mir, wie lautet dein Name? Linky Boy. Linky Boy, also, das klingt ja nicht so weiblich. Und du bist hier, um mit mir zu sprechen. Dann los, ich höre. Ich will in den Titanen. Wie bitte? Du willst in das Innere von Narobis eindringen? Nur Recken wie der große Urbosa können die Titanen steuern. Und sie wurden alle vor 100 Jahren durch die große Verheerung getötet. Du sprichst wirres Zeug. Warte mal, Blair. Meine Mutter hat einmal etwas erzählt. Vor 100 Jahren soll die Prinzessin von Hyrule einen der gefallenen Recken in einen tiefen Schlaf versetzt haben. Dieser Recke hieß Linky Boy. Genau wie diese Person hier. So unglaublich die ganze Geschichte auch klingt. Aber der Recke der Hylianer soll doch das legendäre Schwert geführt haben. Warum hat dann diese Person nichts dergleichen bei sich? Das stimmt. Das heilige Bandschwert, so wurde es genannt, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal das heilige Bandschwert besorgen, ne? Die Prinzessin von Hyrule soll es tiefst in den verlorenen Wäldern versiegelt haben. Aber wir müssen auf jeden Fall mal das Bandschwert besorgen, damit wir hier ernst genommen werden, ne? Also, das sollten wir jetzt mal auf die Tagesordnung schreiben. Auch wenn wir keine Quest dafür haben.
Weiß nicht, ob man dafür eine braucht. Jedenfalls, das Ding an ihrem Gürtel, das muss ein Relikt der Shika sein. Glaubst du, so etwas Kostbares geben sie irgendeiner dahergelaufenen? Aber unter den Recken gab es keine Hylianerin Wai, soweit ich weiß. Das heißt, du bist ein Foy? Wer gegen unsere Gesetze verstößt, ist des Todes. Aber wenn du tatsächlich ein Recke bist, sieht die Sache natürlich anders aus. Die Freunde der großen Urbosa müssen wir mit Respekt behandeln. Außerdem ist es auch in unserem Interesse, Narobis zu besänftigen. Du hast ihn doch auch gesehen. Narobis stampft in einem Sandsturm gehüllt durch die Wüste und erschlägt jeden, der sich nähert, mit Blitzen. Wenn wir ihn irgendwie aufhalten, doch alleine haben wir keine Möglichkeit, das zu tun. Wenn du wirklich ein Recke bist, würdest du dann in Narobis eindringen und ihn für uns besänftigen? Eure Majestät, wir wissen doch nicht, ob wir ihm trauen können. Es wäre töricht, ihm diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen, von der alle unsere Leben abhängen. Sollen wir ihn nicht vielleicht zuerst einmal mit der Rückholung des Helmes beauftragen? Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Hört zu! Es gibt nur einen Weg, den verheerenden Blitzschlägen zu widerstehen. Der Donnerhelm. Heiliges Erbe, der Gerudo. Leider wurde er uns vor einiger Zeit von einer Diebesbande gestohlen. Macht euch keine Sorgen. Wenn er wirklich ein Reck ist, sollte ihm das keine Schwierigkeiten bereiten. Wir sind Linky Boy. Ohne Bandschwert. Wir müssen das Bandschwert besorgen, damit wir ernst genommen werden. Wenn du Informationen zu den Banditen suchst, die unser heiliges Erbe gestohlen haben, sprich mit den Soldatinnen. Du solltest zuerst zur Kommandantin Thekla gehen. Du findest sie auf dem Übungsplatz der Soldatinnen dort drüben. Ohne den Helm haben wir keine Chance, uns Narobis zu nähern. Ich bin jedenfalls froh, dass so ein besonderer Gast zu uns gefunden hat. Sicher hat Urbosa deine Schritte gelingen. Nö, Zelda. Was machst du hier? Das ist der Übungsplatz für die Soldatinnen, die der Königin dienen. Besonders jetzt, da Banditen umgehen, müssen wir besonders wachsam sein. Dies ist jedenfalls kein Ort, an dem sich gewöhnliche Touristen umsehen sollten. Ich bin Linky Boy, Master von allem. Wie? Blier hat was gesagt? Dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin hier die diensthabende Kommandantin, Thekla. Vor kurzem wurde unser heiliges Erbe von den Banditen der Jägerbande gestohlen. Also liegen unsere Nerven ziemlich blank. Wir wissen, dass sich das Versteck der Banditen im Kalzlertal befindet, aber mittlerweile leiden meine Soldaten unter Erschöpfung. Daher dachte ich darüber nach, externe Hilfe anzuheuern. Alle mal herhören! Diese hylianische Wai wird uns von nun an unterstützen. Helft ihr nach Kräften. Von heute an bist du eine von uns. Wenn du Fragen hast, wende dich an meine Soldaten. Bitte, bitte! Geht's noch? Ah, dann sammeln wir mal kurz Informations. Sag mal, wo versteckt sich eigentlich Baretta schon wieder? Baretta? Sie meinte, sie wollte einen Blick ins Versteck der Banditen riskieren. Aber jetzt, wo du es sagst, sie ist schon 2 Tage her. Warst du zu lange in der Sonne? Wieso hast du sie allein gelassen? Und wieso sagst du mir, dass sie 2 Tage lang nichts davon... Bla, was soll das? Tut mir leid. Sie wollte nur kurz nach dem Rechten sehen. Da dachte ich, es wird schon nichts passieren. Toll gemacht. Jetzt müssen wir nicht nur dem heiligen Erbe, sondern auch nach Baretta suchen. Wenn die Kommandantin davon dürfen wir zur Strafe 100 Runden um die Gerudo-Würste laufen. Was machen wir jetzt bloß? Seid still. Lass mich denken. Jetzt wird dir das helfen. Mach dich dann auf zum Versteck, jo, würde ich sagen. Hallo? Hallo? Ich hab dich gesehen, Fichi. Na gut. Ich wollte gerade sagen, wir können nur noch Waffen kaufen, aber man kann ja gar keine Waffen kaufen. Hö. Witzig. Was soll ich nur tun? Nein. Ich will mit ihr sprechen. Sabak! Obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, Leute zu grüßen, was ist denn? Wir stellen Schmuck her, handgemacht. Ich bin die Eigentümerin des Landes. Leider haben wir keine Feuersteine mehr, die wir für die Verarbeitung brauchen. 10 Stück nur. Das würde schon reichen, um unsere Arbeit wieder aufzunehmen. Wenn du irgendeine nette Pfeife vorbeikäme und 100 Steuern der Mühe erkenntlich zeigen. Aber diese mögen sicherlich niemand machen. Schmuck? Wir fänden Rhodonit, Saphir und ähnliche Edelsteine und stellen daraus Schmuck her. Jeden Edelstein wohne besondere Kräfte in, die sich zeigen, wenn man sie trägt. Aber ohne Feuerstein kann ich gar nichts tun. Wir haben sogar 10 Feuersteine dabei, oder nicht?
Ach, wenn du irgendeine nette Frau... Hier, Feuersteine. Oho! Was? Die willst du uns schenken? Sag, sag! Aber das ist mir ganz unangenehm. Du bist so nett zu mir und dabei kennen wir uns gar nicht. Ich würde dir eine Belohnung geben, aber der Laden war eine ganze Zeit geschlossen. Ich habe keine Ware da. Ich hab's. Wir können dir als Dank für die Feuersteine vielleicht irgendeinen Schmuck machen. Rodonit Stirnband. Rodonit hat die Eigenschaften, weniger empfindlich gegen Kälte zu machen. Ja, mach, gib her. Gib mal her hier. Das ist ganz neu. Nur für dich gefertigt. Ist mir gut gelungen, oder nicht? Sonderpreise. Ja, ich glaube, wir haben gerade nicht wirklich was zu verkaufen. Die Leuchtsteine können wir verkaufen. Aber wir können natürlich auch so nett sein, die ein bisschen Verlust an die anderen Leute hier, die, ne? Die Fischis, denen können wir die ja schenken. Aber ich würde sagen, in dieser Episode haben wir es ja geschafft, in die Stadt einzudringen. Und in der nächsten Episode werden wir dann das Jägerbanden-Versteck aufräumen. Mit einem Exal-Duo-Bumerang. Da 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 Boomerang. Tschüss.